A/B-Testing und wie das funktioniert. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INE-Morgen, das ist ein Website-Marketing.ch. A/B-Tests gibt es in den verschiedensten Varianten und Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise Banner A/B testen, also unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Banner kreieren und schauen, welche performt besser. Ich kann aber beispielsweise auch bei AdWords schauen, wenn ich verschiedene Texte schreibe, welches wird besser angeklickt, welches konvertiert schlussendlich besser. Oder auch bei Facebook-Ads geht das natürlich, aber auch, und speziell da nutzt man das, auf einer Webseite drauf. Das kann auf einer normalen Webseite sein, die kein Shop ist. Da kann ich beispielsweise testen, welcher Call to Action besser funktioniert oder welches Formular eher ausgefüllt wird, indem ich zwei verschiedene kreiere und die live stelle parallel. Ich zeige es kurz anhand eines Shops, grafisch aufgestellt, damit man ungefähr eine Idee kriegt, wie das funktioniert. Ich kriege hier im oberen Bereich Besucher auf meine Seite drauf. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt bei AB-Tests, die macht man parallel. Ich habe hier zwei unterschiedliche Landingpages, Seiten hier im Shop drin, diese hier und die auf der rechten Seite. Wenn ich nun die parallel laufen lasse, dann habe ich sichergestellt, dass ich keine saisonalen Unterschiede habe, Wetterabhängigkeiten, Eventabhängigkeiten und so weiter. Das heißt, ich muss zur gleichen Zeit beide diese Seiten beliefern. Ich bekomme hier Besucher, das muss natürlich eine gute Zahl sein, sprich so von 10.000, dass ich das wirklich schlussendlich auch ausbezahle, dass ich genau weiß, was besser funktioniert. Kriege ich hier, und zwar immer schön abwechslungsweise, einen Teil auf diese Landingpage, auf die A-Seite und einen Teil auf diese Landingpage, auf die B-Seite. Und nun wird entscheidend sein, und das ist das, was ich messe, was mehr angeklickt wird. Jetzt bestellen hier oder jetzt bestellen hier. Und wenn ich dann diese je 5.000 oder wenn es halt nur 500 sind, durchgetestet habe, werde ich sehen, welche Landingpage besser funktioniert und habe natürlich dann meistens meine Konversionsrate, also meinen Sales Funnel in dem Fall hier, verbessert und arbeite nachher an dieser Variante, die besser funktioniert hat. Sprich, wenn die gut oder besser funktioniert hat, das können ein paar Prozent sein, das wird nicht doppelt so gut sein, aber es werden vielleicht 3-4% sein, dann optimiere ich nachher die wieder weiter, sprich, ich mache wieder einen Split, gehe also nochmals hin und sage jetzt, dieses Design, diese Anordnung versuche ich nochmals zu optimieren. Warum hat das B besser funktioniert als das A? Dann versuche ich das nochmal weiter auszufeilen und hier noch mehr Besucher dann nachher zu generieren, die auf Jetzt bestellen klicken. Das ist also ein ganz simpler A/B-Test. Mehr ist das aber auch nicht. Sehr effizient, steigert Konversionsraten, sei es eben auf Formularen im B2B-Bereich, Dienstleister, der eben nichts zu verkaufen hat online, bis hin zu Shops. Und das ist eigentlich das, was jeder mal checken sollte, mal kurz prüfen. Es gibt übrigens bei Google Analytics die Möglichkeit, sowas zu testen, A/B-Tests zu machen. Das ist seit ein paar Monaten, vielleicht sogar einem Jahr, ist das integriert, funktioniert perfekt und ist, ich sage es mal, kein Riesenaufwand. Würde mich interessieren, ob ihr euch mit A/B-Tests schon beschäftigt habt. Kommentare gerne, wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der INE-Magazin und Website-Marketing.ch geschaut.